Mit diesem Video möchte ich euch nochmal zeigen, wie man eine Geradengleichung mit dem Taschenrechner zeichnen kann oder wie man das zumindest im Taschenrechner so weit vorbereiten kann, dass es für die Zeichnung leichter ist. Ich habe hier eine Geradengleichung, minus 0,25 mal x plus 3, also minus 2,5 ist die Steigung und plus 3 ist der Achsenabschnitt. Jetzt könnte man das natürlich mit Steigungsdreieck und Achsenabschnitt schon bewerkstelligen oder wir verwenden unseren Taschenrechner. Dafür gehen wir beim Taschenrechner auf y ist gleich. Und tippen diesen Term ein, also Vorzeichen minus 0,25 mal x plus 3. Jetzt kann ich den vom Taschenrechner schon mal zeichnen lassen, indem ich auf Graph drücke. So sollte der Ganze ausschauen, aber beim Graph, das sieht man nicht gescheit, wo da der Achsenabschnitt ist, was für Einheiten das unten hat. Deswegen ist das Wichtigere eigentlich der Table. Dort bekommt man nämlich eine wunderbare Darstellung der Punkte, die man später braucht. Da ist eine X-Koordinate, hier ist eine Y-Koordinate. Das heißt, all diese Punkte liegen auf der Geraden. Die Punkte 0, 3, 1, 2,75, 2, 2,5, 3, 2,5 und so weiter. Und da nehme ich mir jetzt am besten ganzzahlige Punkte raus, die ich leicht einzeichnen kann, zum Beispiel den Punkt 0, 3 und den Punkt 4, 2 und zeichne die ein. Das mache ich jetzt hier mal mit meinem dynamischen Geometrieprogramm. Also 0, 3 und was war das andere? Da können wir gleich nochmal nachschauen, damit wir auch nichts falsch machen. 4, 2, 4, 2. Die gebe ich jetzt beide ein. Und jetzt habe ich zwei Punkte. Wenn ich die miteinander verbinde zu einer Geraden, dann habe ich bereits meine Gerade gezeichnet. Als Kontrolle, wir können die Gleichung nochmal anzeigen, gibt minus 0,25x plus 3. Also eigentlich ganz schnell. Ich brauche ja nur zwei Punkte bei einer Geraden. Die kann ich über meinen Taschenrechner anschauen. Hier sind die x-Werte, hier die y-Werte. Und dann habe ich das in 0, nix gezeichnet.